Hey ihr Lieben, willkommen zurück bei Obey und wie schon in der letzten Folge angekündigt, werde ich heute euch ein bisschen Einblick geben in den Sinn und das Ganze, warum man überhaupt dieses Spiel spielt und was Ziel des Spiels ist, weil das habe ich doch sehr häufig in den Kommentaren gelesen, dass es nicht ganz so rübergekommen ist und das tut uns auch ein bisschen leid. Wir haben halt einfach gestartet quasi und uns ins Getümmel geschmissen, ohne viel vorher das Spiel selber gespielt zu haben. Deshalb kann es auch sein, dass der ein oder andere das von uns selber nicht so ganz als Ziel gesehen hat. Was denn hier das Ziel überhaupt ist? Weil das Ziel ist, hier in diesen Roboter zu kommen, weil da kriegt man richtig viel Geld. Das ist erstmal das erste Ziel, deshalb rennen alle Häschen am Anfang wie die Bekloppten halt da rein. Und ich werde nicht da direkt reinrennen, weil ich möchte euch hier draußen erstmal was erklären. Und zwar, wenn dann einer da drin ist, dann kann er den anderen Sachen kaufen, die für den abgeben können in so eine Box. Die steht da vorne, diese grüne. Da kann man Sachen abgeben und derjenige in dem Roboter kann quasi einstellen, dass automatisch für jedes Item, was man abgibt, man 75, 150 Money Money bekommt, was oben links steht, von mir im Moment 242. Und so kann man auch Geld bekommen, wenn man nicht im Roboter ist. Oder aber man hört auf den Robotermenschen und sagt, hey, ich habe gerade jemanden verraten, der wollte dich halt übernehmen und es war voll knapp. Dafür möchte ich jetzt gerne Geld haben. Das passiert auch häufiger. Und dann kann der Robotermensch einem halt Geld geben. Der Robotermensch kann auch halt mehrere Items kaufen, unter anderem die Energiezellen, um halt diesen Zaun hier vorne, der da vorne vor ist, den kann man aktivieren im Roboter, um halt sich nochmal schnell zu schützen, weil man kann nur bis hier vorne schießen, bis hier, und dann ist sowieso zu spät. Also wenn ich hier bin, dann kann er mich nicht mehr treffen. Deshalb kann man diesen Zaun anmachen und der blitzt dann relativ weit. Weiterhin kann man noch selber Items kaufen, Raketen und allen Bullshit, den der Roboter so gebrauchen kann, aber auch Zäune zum Beispiel. Zäune oder so kleine Lämpchen, die halt es einfacher machen, dann die Hasen später zu sehen. Und man kann halt den Leuten sagen, hey Leute, entweder versucht ihr die ganze Zeit in meinen Roboter zu kommen, da, oder aber ich kill euch nicht, ne, und gebe euch noch Geld dafür, dass ihr für mich was macht. So, The Chef ist jetzt beigetreten, das ist schon mal super. Ich bin nämlich auf dem Public-Server. Und kann man sagen, ja, Junge, stell mir mal da ein bisschen Zaun auf und dann gebe ich dir 200 dafür. Weil im Roboter hat man eigentlich genügend Geld, wenn man es nicht gerade um sich wirft und dann direkt entmachtet wird. Und dann gibt man ihm halt Geld. Das können wir mal gucken. So, dann kann man hier zoomen, ganz toll ranzoomen. Und dann dürfte ich ihn auch irgendwann irgendwo sehen. Da hinten sieht man ihn. Das ist unser Kollege. Und wir können halt mit den Zahlen 1 bis 0, wie man oben sieht, kann man Uran kaufen, was Energie für den Roboter ist. Ein Halsband, damit die es anlegen können, damit man die mal sieht, dann kriegt man immer oben dieses Dreieck. Oder aber auch halt Batterien für Energiezäune, ein Laserzaun zum Aufbauen, Licht, so ein Sensor zum Markern. Dann sieht er im Roboter das. Und du siehst halt nur den Ausschnitt hier. Und du kannst halt auch nur bis zu diesem Zaun quasi schießen. Aber der Zaun ist schon echt praktisch. Dann hat man noch Raketen und allen möglichen Dreht. Und guck mal, jetzt kann ich den zum Beispiel nicht sehen, aber ich könnte ihn treffen. Weil er halt so geil ist. Und im Roboter kriegst du halt viel mehr Geld. Wie ihr seht, ich krieg viel mehr Geld. Aber ich kann halt auch, ja, mein Häschen. Oh, jetzt habe ich, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da nur E gedrückt. Wieso wurde denn der gebraten? Okay. Oder er ist rausgegangen. Er ist rausgegangen. Okay, ich kann halt mit C im Roboter dann halt sagen, no, no, geh nicht weiter. Oder ich kann ihm Geld platzieren. Dann liegen da halt 100. Wenn man durchläuft, kriegt man halt Geld. Kann halt sagen, yo, lauf hier hin, geh da hin. Achtung, da kommt jetzt Feuer hin. Und ne, so ein bisschen kann man da drin rumspielen. Und den halt auch, wisst ihr, der versucht jetzt an das Geld ranzukommen. Kommt aber nicht. Warum? Ah doch, hat er. Da, guck mal, nochmal Geld. Zack. Und nochmal Geld, weil du einfach so cool bist. So, und im Endeffekt geht es halt drum, im Roboter
versuchen, positiv zu wirtschaften. Also alle unter Kontrolle zu halten, ist bei uns sowieso schwierig, hat man ja vielleicht gesehen. Aber das ist eigentlich das Ziel. Und nicht mit dem Geld um sich schmeißen, hier und nimm mal da und ich kaufe mal hier das. Also ich muss eher einen Transporter kaufen. Es müssen vier Spieler da sein. Okay. Soweit, so gut. Ich hoffe, es wird ein bisschen verständlicher. Also im Endeffekt geht es darum, eine Symbiose zu bekommen, so wie der ein oder andere das versucht hat. In den letzten Folgen schon, der eine sagt, Mensch, ich verrate halt gern Leute, dafür will ich dann Geld sehen. Der andere sagt, okay, ich versuche halt einen Roboter zu kommen, weil da kriege ich halt ganz viel Geld und dann baller ich einfach alle ab. Der andere sagt, ja, ich tue halt was für dich und setz alles in die Box. Zack. Und da kriege ich halt auch ganz viel Geld. Gib it alles. Und dann sehen wir auch alles. Das sind alles Möglichkeiten, um zu gewinnen. Denn derjenige gewinnt, der am meisten Geld hat. Natürlich ist im Roboter sein immer das Coolste und das Schnellste an Geld zu kommen. Aber es gibt halt auch andere Wege. Und ich hoffe, es ist für euch verständlicher geworden. Und viel Spaß mit der aktuellen Folge. Bis dahin, euer Sepp. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Weiter. Geht direkt spannend weiter. Wir müssen wieder zum Roboter und es sieht gar nicht so schlecht gerade aus für mich. Ich habe den Start komplett verpasst. Ich glaube, ich bin ganz gut unterwegs hier für den Anfang. Ich bin irgendwie voll am Arsch. Ich sehe noch keinen. Ich kann mich aber. Ich hätte gerne ein paar Sachen, die runtergeschmissen werden vom ersten, der Chef wird. Ja, direkt alles, ne? Ich glaube, du musst ja sowieso erstmal ein Landungsschiff kaufen, was es halt so noch gar nicht gibt. Du kannst aber mehr Landungsschiffe kaufen. Der erste, der reingeht, wird sowieso eigentlich nicht Chef. Vor allem nicht lange, Chef. Vor allem nicht lange, Chef. Das ist ein richtiges Rennen gerade. Boah, nein! Der zweite sollte warten. Du stirbst. Du Hure. Du hättest, ich weiß nicht, wer von euch als halt Zweiter reingegangen ist, aber du hättest einfach ein bisschen warten müssen, weil du kriegst automatisch das Halsband an, dadurch kann dich die Verteidigung nicht töten. Wenn du als Zweiter reingehst, bist du eigentlich... Ey, kauf mal Halsbänder. Ich hab Halsbänder gekauft und Laserzäune. Ja. Nice. So. Bitte, Laserzäune werden belohnt. Du hast zu wenig Halsbänder geholt, glaube ich. Wie viel? Denn so viel Geld? Wie viel gibst du für ein Zahnhalsband? Ich gebe für ein Zahnhalsband 100. Ich hab zwei. Ich komm gerade angelaufen. Da kommt einer links von dir kommt einer. Ja, der ist vor dir. Kuh drücken! Nee, der hat keine Batterien, der kann nicht gut. Ich hab keine Batterie. Scheiße. Der hat keine Batterien, Mann. Warte, Harry, was krieg ich denn? Wer hat gerade. Ja, komm, mach mal hier wenigstens mehr. Hier hast du Geld. Mist, da kannst du keinen Zaun. Ja, da hast du noch mehr Geld, noch mehr Geld. So, baut mal einen Zaun für mich. Wo denn? Ja, ein bisschen weiter vorne, finde ich. Also nicht so nah nach vorne. Lutscher. Vor allem, da tragen wieder zwei Stück ihre Halsbänder nicht. So, was geht denn hier? So, einer trägt sein Halsband nicht. Das finde ich nicht so witzig. Wer ist denn das? Ja, weiß ich nicht. Such den mal. Oh, hier, also wer den verrät, kriegt von mir natürlich auch eine richtig fette Belohnung. Und zwar, ich meine... Links! Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir, rechts! Wo? Ja, der steht da. Ich bin fast da. Jetzt ist er. Da ist einer. Der ist dahinter, ja. Aber Peter. Okay, alles klar. Wer hat den gesehen? Ja, Chris und ich. Ja, hier. Ich auch. Da, hier. Hallo. Holt euch mal. Ja. Ey, wieso hast du denn jetzt das Geld abgesnackt? Ja, ich Jay, wo bist du denn? Du kriegst auch eine fette... Ich stehe hier. Fuck, ich hab kein Geld bekommen. Der hat mir das Geld weggenommen. Wieso ist Peter da einfach so durchgelaufen? Hadi, der hat mir das Geld weggenommen. Jetzt gib mir Geld. Ja, kann ich nicht. Peter ist der Chef. Hallo, so, Peter. Warte mal. Das ist mir jetzt... Moment, ich muss mal eben so Dinger kaufen. Wie heißen die denn nochmal? Ich dachte, Peter wäre tot gewesen. Nee, aber du hast mich leider nicht getötet. So, ich hol mal ein paar Halsbänder. Da hinten liegt eins, das kann mal einer aufsammeln. So, da kommt einer. Was wollt ihr hier vorne? Wo? Das war eng. Nee, ist schon okay. Ich hab geguckt. Boah, ohne Witz, du Jay, ey, mit Jay zu spielen macht. Ja, Johnny geht einem in dem Spiel schon wieder auf den Sack. Ohne Witz. Da wäre fast einer durchgekommen. Ohne Witz. Hä, willst du mich verarschen? Ich pass nur auf, dass halt der Unterchef am Chef ist. Peter muss auch Items mal kaufen. Warte, trefft euch erstmal alle. Moment, wo ist denn jetzt die Taste? Trefft euch erstmal da. Da kommt einer. Rechts von dir, da. So nicht. Der ist immer noch da, der kommt! Ja, Mann! Was, Peter? Ja, jetzt ist er weg. Boah, ohne Witz, ich... Peter, vor dir, weg vor dir. Da treffen. Ich hab kein Halsband mehr, Peter. Was krieg ich jetzt dafür, Peter? Ja, du kriegst Geld. Das war gut. Ich mir solange Jay mitspielt, ey, macht das echt keinen Spaß. So. Willst du mich verarschen? Hat er immer noch nicht verstanden? Da treffen und Halsbänder muss ich machen. Ja, aber es gibt kein Halsband mehr, Peter. Doch. Da liegt noch ein Halsband. Und da liegt noch ein Halsband. Wo liegt ein Halsband?
Gut, jetzt habe ich beide zerstört. Ja, super, Peter. Ja, warte, Moment. So. Da kommt einer. Ja, natürlich, weil ich einer hat sich von der Gruppe entfernt, Peter. Ja, der kommt jetzt aber ran, Okay, sehr gut. Ich kauf gerade Halsbänder. Warte. Da, ihr kriegt auch Kohle, wenn ihr da kurz wartet. Okay. Ja, cool. Dann bin ich ja gespannt. So, bin ich gespannt, wie du das unter den 5 Leuten aufteilen willst. Warte mal. So, ihr könnt jetzt die Leute, die kein Halsband haben, das sind 3 Leute, genau, die anderen beiden warten bitte kurz. Sich jetzt das Halsband holen. So, warte mal. Ich muss die Kohle nämlich gar nicht aufteilen. Peter, ich kann krieg euch hier Kohle. Direkt gegeben. So. Wie kannst du das denn machen? Geben? Zack. Hä? Woll. Zack. Wieso kriege ich nichts? Ey, ich will Robert haben. Warte, bleib mal ganz kurz stehen. Ja, Peter. Ja, Mann. Oh, da kommt. Nein, wieder zurück, der eine da. Ihr müsst stehen bleiben, sonst kann ich euch da nicht direkt geben, sonst geht das neben euch. Hier, da, ich stehe mitten drauf. Wie sollt ihr denn jetzt Zollgeld bekommen und ich gar nicht? Warte doch mal, ich hab noch nicht alle durch. Zack. Voller Herrscher. Zack. Da kommt einer unsichtbar rein. Vor dir. Stimmt. Ja, da. Boah, wie hast du versucht? Welcher Penner war das? Ich wollte nicht, ich hab nur meine Zeit. Ich auch nicht, ich stehe immer noch. Gibt's jetzt hier stimmt, Belohnung? Ich hab dir wieder geholfen, Peter, mein Freund. Ich weiß aber nicht, welcher von denen du bist. Ganz außen links von dir. Ganz der läuft gerade, ja, der bin ich. Ja, natürlich kriegst du eine Belohnung. Zack. Alles klar, danke. Zack. So. So, jetzt muss derjenige da vorne sich wieder dieses hässliche Halsband anziehen. So, jetzt kann ich mal langsam anfangen, Sachen zu kaufen. Raketen. Das müsstest du auch langsam mal tun, weil der Transportschiff war ja gerade schon wieder da, ne? Ich habe sogar auf 75 die automatische Vergebung gesetzt, ja? Aber der Transportschiff hat nichts gebracht. Ja, ich weiß, ich habe da leider erst. Das dauert nicht lange. Peter, gib doch mal Geld aus. Relativ habe recht. Ja, da ist aber auch ein Halsband, was mir fehlt. Ja, genau, perfekt. Da füge ich doch schon mal Geld da. Ihr könnt alle dahin gehen, wo sofort der. Geld, oder? Ja, kriegst du jetzt. Ihr könnt dahin gehen, wo sofort die Sachen kommen, dann kommen ganz viele Sachen, die ihr da reinwerfen könnt, und dann kriegt er viel Geld. Das scheiße jetzt. Peter, ich krieg jetzt aber erstmal viel Geld, weil ich hier. Ja, sag mal, wo das ist. Hier direkt vor dir. Money. Darf ich das Halsband ausziehen? Danke. Damit ich da Sachen reinpacke? Nein. Darf ich das Halsband Wer kommt denn, wer Halsband kommt denn ausgezogen. Ich hab dann ausgezogen, Peter, damit ich mir Geld Halsband krieg. Das Halsband würde ich den direkt wegmachen. Ja, dann sind deine Batterien aber leider auch weg. Das glaube ich nicht. Ja, ich Alter, wenn er mich darf. Ihr beide da vorne, was habt ihr denn da vor eigentlich? Ja, der eine will mich verarschen. Da haben zwei ihr Halsband abgezogen. Achso, ja, richtig. Nee, ich hab jetzt abgezogen. Aber irgendjemand fehlt noch. Ich zieh das jetzt wieder an. Peter, da fehlt einer. Hör mal auf, mir mein Geld hier wegzuziehen, verpiss dich, Alter. Da fehlt einer. Da fehlt einer. Da will einer ankommen! Kannst schon mal direkt vergessen, Adi. So. Aber da fehlt trotzdem noch einer, Peter. Ja, ich weiß aber nur nicht, wo der ist. Du musst mehr Zeug runterschmeißen. Ja, mach ich jetzt. Ey, hat einer kein Halsband an. Ja, du Halsband färb ich nochmal. Jo, wow. Ihr habt zwei Leute kein Halsband an. Du hast die Leute weggenommen, du Affenkopf, ey. Weißt du, Jay verkauft. Johnny rennt mit 3 Halsbändern, darum geht die jetzt verkaufen, weißt du? Ja, super. Wer will hier eigentlich die ganze Zeit angerannt kommen, ey? So funktioniert das Ganze hier nicht. Ich habe wieder richtig viel Shit gerade geholt. Johnny hat unsere ganzen Halsbänder übrigens weggenommen und weggeschmissen. Nicht. Hier liegt doch noch ein Halsband. Du hast die gerade verkauft, Alter! Nein, hier ist doch noch ein Halsband. Guck Wieso hast du die denn verkauft, Jay? Hab ich nicht! Hier sind doch noch Halsbänder. Nein! Hier sind doch noch Halsbänder. Ja, super. Alter! Ja, jetzt so nicht, Kollege. Hat er die alle verkauft, der Arsch. Ich weiß aber nicht, wo ihr alle seid. Da hinten sind welche. Ich muss noch mehr. Wir holen gerade noch Sachen, Peter. Zack, so. Ja, aber ich will dir jetzt einen Zaun hier hinbauen. Ja, das ist auch vollkommen okay. Wo muss ich den denn hinbauen? Da, wo schon ein Zaun steht, da kannst du den da dran bauen. Einfach länger. Verpiss dich, Alter. Was denn? Okay. Ich sehe gerade, dass ich mehr Geld verliere, als Geld mache. Ah. So, echt? Genau, perfekt. Dafür kriegst du erstmal Bram, Kohle. Das kannst du, glaube ich, nicht verkaufen. Das ist dann Laserpointer. Ey, geil, ich krieg geil, Geld. Ich kann markieren, Leute wo jemand ist. Ja, echt stimmt, die? Mit einem Pointer, ne? Ja, den habe ich. Wer ist denn ein Pointer? Aber zwei Leute haben schon wieder kein Halsband. Da vorne liegt noch eins. Da kommt einer. Wo denn? Warte hier bei mir. Warte da. Ach nee, der hat ein Halsband an. Echt mal. Jay ist da liegt noch ein Halsband. Jay läuft, hier kommt einer. Hier sind ganz viele ohne Halsband. Jay ist im Busch. Im Busch. Vor unserer Nase. Was? Ja, Hammer, jetzt hast du den falschen abgeknallt. Nice. Hab ich ernsthaft Peter tötet einfach Peter. Alle. Peter ist. Peter, du hast doch gesagt, da im Busch. Peter, der Transportschiff hat nichts gebraucht. Ach, so. Peter! Da im Busch, meintet ihr. Ja, guck mal schnell hier mit meinem Halsband. Da kommt einer angelaufen. Rechts von mir. Ich hab mein Halsband an. Moment, warte. Noch ein Stück rechts. Ja, ist klar. So, ich kauf gerade. Dafür hätte ich jetzt aber auch gerne ein bisschen Geld. Ja, stimmt, hast absolut recht. Zack, zack. Juhu. Nee, das kannst du mal direkt vergessen. So nicht, Kollege, wer auch immer das war.
Kollege Turnschuh, ey. Peter, da ist schon wieder nichts rausgekommen. Du siehst mich doch die ganze Zeit. Peter, ja, ich hab nichts, du kaufst nichts. Wow. Ich hab was hier. Ich Peter, trage gerade was, aber mein Hals gekauft, ja, ich trage das gerade. Ja, ich bin gerade an der Box. Johnny stirbt in. Du hattest 3, mehr Auto bei vorhin gehabt. 1. Komm, Tüti, jawoll. LOL. Christian hat eine Mine hingelegt. Oh shit. Dafür Mann, kannst du Christian ja aber wohl auch zerlegen. Das hättest du, hättest Supplies bekommen. Die Sachen liegen hier noch, Peter, das siehst du ja wohl. Ich ja, stimmt, die liegen da wirklich noch. Ja, ist okay. Johnny hat sich nämlich am Anfang alles, wieder einfach nur alles gekrallt von dem, was du gekauft hast und ist weggerannt. Ja, wieso ist das nicht legitim? Ja, das ist doch legitim, dass ich da dann verteidigen kann, oder nicht? Was, Peter? Okay. Alles was denn? Du kleine Nudel! Was denn? Du hast den Laser angemacht. Ja, möglicherweise. Zwischendurch muss man das mal machen. Sicher du steht leider hinter Nudel. Der Box. Nudel! Ich war genau in der Tür. So, Peter, du kriegst jetzt mal ein bisschen. Ey, wie sagt eigentlich keiner von uns Halsbänder an? Die liegen hier überall verteilt. Ich hab mal Peter, die an, Peter. Kratzen halt. Da liegt ich hab eins. Auch mal ein Halsband an. Da liegen zwei, ja genau, die kannst du direkt mal anziehen. Ja, komm, dann hole ich mir das jetzt. Oh, da wurde auch wieder einer gegrillt. Da liegt noch eins. Was ist das hier eigentlich? Dann krieg ich jetzt dafür kein Peter, Geld. Peter, krieg ich Geld, wenn ich hier deinen Sound wieder neu aufbaue? Mehr abschmeißen. Ja, aber wir Peter. Hatten die Scheiße ich hab nicht mehr so viel Geld, gebaut. Leider. Peter, du hast voll genug Geld. Du bist voll Erster. Du bist mit ja, echt mal. Ich kann das nämlich gar nicht sehen, dummerweise. Das ist das Problem. Ja, nee, bei mir werden die anderen Leute Du hast $500 Vorsprung vor Johnny. Peter, ich hätte gerne was. Ja, richtig. Hier hat nicht jeder einen Halsband. $700 Vorsprung. Hier, da hat einer einen Halsband. Ich hab der steht am Start. Warte, nee, nicht der, nicht der. Ja, der zieht sich da. Hier noch zu mir. Kommt zu. Ja, warte. Hier vorne, hinter dem Felsen müsste einer sein. Warte mal, ich check das nochmal eben ab. Ach, fick dich doch, Peter. Du hast nichts gekauft, Peter. Peter, jetzt schmeiß mal ein paar Sachen. Ja, ey, ich bin ja die ganze Zeit damit beschäftigt, Hardy davon abzuhalten, hier bei mir reinzugehen. Oh, da kommt einer, Peter, da kommt einer. Peter, der ist gerade schon wieder losgelaufen, ganz rechts außen. Oh, krass. Ja, reward mal. Da war krass. So. Peter wollte mich rewarden. Kauf noch mal Sachen. Ja, als sehr gut. Yay. Treibstoff. Fick Zaun-Ding, ey, das ist unglaublich. Man denn den ganzen Scheiß? So. Jetzt hat gerade keiner ein Halsband an, das ist richtig. Ich hab ein Halsband an, du! Stimmt, du hast da hinten ein Halsband an. Wow, Peter, toll, gut, dass du was gekauft hast. Wow, Peter, ja, wie viel soll ich denn kaufen? Peter. Ja, überleg mal, du hast 3500, du hast 1000 Punkte Vorsprung. 15 Sachen musst du kaufen. Ey, ohne Recht, Mann, du musst mal ein bisschen mehr. Das ist auch kein Herrscher hier. Ja, aber wenn ihr das kostet ein Halsband und versuche Peter irgendwie glücklich zu stellen, aber nö. Kann ich nicht. Echt mal, finde ich auch nicht so. Ist hier noch irgendwo ein Halsband? Da vorne ist ein Halsband, Peter. Ich komme da jetzt ohne Halsband hin. Hast du mich jetzt ja, das geklaut? Ist okay. So, ich kaufe noch ein paar Sachen hier. Kleiner Nudelkopf. Lol. Da wurde einer gebrutzelt. Oh. Alter, auf welche Entfernung wird der denn gebrutzelt? Ist nah dran. Lol. Das ist natürlich hart. Warte mal, das dauert mir hier gerade schon alles wieder viel zu lange. Achso. Da kann ich da aber nichts dran machen. Peter, du kaufst halt nichts, das ist so langweilig. Ich hab schon wieder Sachen gekauft. Ja, kauf noch mehr. Mach mal die Autobuyer wenigstens höher, wenn du schon so wenig nur machst. Peter, ich möchte Geld haben. Wofür? Echt mal, gib mal mehr Geld aus dafür. So, ich hab Autobuyer ein bisschen höher gesetzt. 75 ist das jetzt. Mein Gott, ey, Peter. Will nichts abgeben. Peter, ich will Geld haben. Kauf noch mehr. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, hier, der genau den du gerade anleuchtest. Alles klar. Fick dich! Hast du jetzt Hardy getötet? Ja, hat der. Einfach das so, der Arsch. Ey, yeah, du wolltest Geld haben der Penner, für nix. Der Scheiße. Verzieh dich. Shit, ey. So, ich hätte gerne. Hey, Sepp ist am Start. Nicht einen, der hier wieder rangeht. Hallo, King Sepp. Wieso kriegen wir das denn mit dem Zaun hier nicht mal geschissen? Ich verstehe das nicht. Da kommt einer ohne Dinge. So, den muss ich jetzt leider töten. Alles, was weiter, cool. Alles, was weiter ist, diesen Zaun geht. Nee, Sepp, du ziehst den Zaun kaputt. Ich will die Sachen nur mitnehmen. Du hast den Zaun kaputt gemacht. Ich hab ein Halsband an. Ich hab da auch ein Halsband angehabt. Das hat den Scheiße interessiert. Ja, du bist viel zu nah dran gegangen. Wir bauen jetzt hier einen Zaun auf, ja? Ja, du hast den Zaun gerade zerstört. Sepp, kannst du mal bitte den Autobayer wieder höher setzen, damit ich da Sachen reinpacken kann? Ja. Hammer. Ich hab nur Energie und so. Einen wäre toll, wenn du nur einen höher machst. Hatte ich auch gemacht. Okay, mach mal 75. Da ist einer unsichtbar. Rechts. Sepp, rechts an mir. Rechts. Sepp, ja, pass auf, hinter dem Busch. Noch hinter dem hinteren. Das? Nein, noch weiter. Ja, da. Da, der da, hat ihn. Ey, wieso killst du mich, du Arschloch? Danke, Jay. Du bist ein scheiß Speichellecker. Boah, Jay, komm ich jetzt, zack. Was? Da. 100. Echt jetzt? Ja, du kriegst halt nochmal 100, zack. 200. Ja, 200 ist ja wohl für einmal Hardy nicht mal nah dran. Ziemlich gut, ne? Der andere da auch. Warum killst du mich denn jetzt einfach? Pass auf, Sepp, ich komme hier gerade ohne Halsband auf dich zu, weil hier keins ist. Ich mach dir aber Licht. Das ist voll gut, Peter. Wo hättest du denn gerne hin? Licht? Kannst du noch ein paar Sachen kaufen, Sepp? Laser-Zaun.
Und ja, hier, pass auf, siehst Lichter du das? Freunde. Hier, Licht habe ich jetzt hierhin gemacht. Ist das gut? Das ist schon mal sehr gut, Peter. Money in the Bank, bitte. Wir haben schon kannst alles aufgenommen. Kannst du mir Geld geben dafür, bitte? Ja, warte mal. Ich mach eben, hier hätte ich gerne ach, noch Licht. Ach, come on, ey! Und da läuft einer viel zu nah dran. Die versucht halt die ganze Zeit, ich muss nur eine Zeche übernehmen. Ja, alles okay. Andere ist ja auch völlig uninteressant. Sepp! Das ist ach, das Peter da, ne? Halt die Leute zu verraten. Peter kriegt Geld. Für jawohl. Eine Lampe. Ja, passt. Weiter geht's mit weiteren Lampen. Wie viel Lampen. Geld kriegt man für eine Lampe? 100. Ich hab 100 gekriegt. Ja, hier. Bin bei dir. Ich hab dir eine hingesetzt. Das hier. Ist schon mal, das war auch da, wo ich hin. Da kommt einer, da kommt einer. Links, warte. Rechts. Zack. Ach komm, fuck off, zack, du alle weggeschüttelt. Jetzt hat mich der scheiß Wächter gekillt. Ja, verdient. Scheiße. Ich hab dich, was denn? Hat man eigentlich irgendeinen Nachteil, wenn man stirbt? Ey, was ist eigentlich hier mit den tollen Zäunen, die ich da alle gekauft habe? Leute, hier sind keine Zäune gekommen. Du hast eben deine eigenen Zäune weggeballert. Ich habe aber voll viele Zäune gekauft. Ja, aber du hast die aufgestellt und die Zäune weggeschossen. Da kommt einer, links, rechts, rechts, der ist sofort da, drück Q. Okay, du bist weg. Nein, ich hab's gewollt. Hat er noch geschafft. Da ist noch einer. Jetzt bin ich schon wieder gegrillt worden. Ich also wer mir in der nächsten Lieferung drei Batterien weg, nee, zwei Batterien wegbringt, der kriegt 200. Und Jay, wo bist du? Sind aber denn Batterien bestellt? Ich habe Batterien bestellt. Ja, er hat. Ja, ich bin. Scheiße, die Leute sind da. Wenn du stirbst, ist sogar ein Vorteil, ganz, weil du direkt die Sachen in die Hand nehmen kannst. Ganz außen bin ich, rechts von dir, ohne Halsband. Ganz außen. Verfolge ihn. Ja, hier, der rechts, ja, der hier. Da bist du? Der bin ich, ja. Der mit dem ganzen Stuff hier, ja. Bitteschön. Ey, warte, hier ist noch einer. Ja, ich verfolge dich, hab ich doch gerade gesagt. Da ist ganz viel Geld. Okay. Jetzt gib mir was. Echt? Das Problem ist, ich habe gerade nichts zu tun. Warum hast du die Batterien weggebracht? Ja, jetzt hier. Ich, Sepp, ich hab aber erst einen. Da hast du. Da Sepp, hast du. 200 für ein Lämpchen. Ich stehe hier vorne am Zaun und hier vorne steht noch mehr Batterien. Weiter Batterien bitte. Sepp, 200. Goal, da ist einer gleich drin, du musst Q drücken. Was? Ja, der war halt zu nah dran. Der hat dich verarscht. Der war halt zu nah dran. Wo ist Christian? Alter, ich hab doch. Du hast da selbst die Batterien vor deine Fresse gelegt. Ja, und dann hole ich die. Boah, wieso sind diese Wächter denn mal an? Ich hätte gerne noch weitere Batterien. Lass mich jetzt mal. Was ist denn da noch? 300 für die nächsten Batterien. Ja, okay. Ich hab, du schuldest mir noch 200. Ja, bring die weg. Ich hier jetzt so Licht, ich würde gerne Licht hinstellen. 400. Wie viel krieg ich für das Licht? 3000 haben, Sepp. So, ich will hier Licht hinsetzen. Ich will jetzt heißt, ich kann dir gar keine Batterien werden. Geben, weil die schon immer da rauskommen. Ich doch, ey. So, Sepp, ich bin jetzt. Da ist er noch, wie will ich, Sepp? Kuh. Der ist. Wie die alle gegrillt wurden. Einer ist in dem Smoke drin. Jawohl. Ja. So, Sepp, ich bin an einem Elektrozaun vorne. Ich will jetzt erst im Voraus bezahlt werden. Vorher kriegst du die Batterien. Okay, bitteschön. Ja, 300 hast du gesagt. Bitteschön. Sepp, rechts von dir! Ja, rechts von dir kommt einer! Ich hab gesagt, ich krieg. Ach komm, fick dich doch. Peter, wo war Peter? Hier, genau hier, das bin ich. Das da? Bronze ist vorbei, das hier, Spiel. Ja, da? Direkt wurde. Ja, es ist danke, vorbei. Peter. Hammer nice. Hammer nice. Da konnten wir uns noch gewonnen. Auf den zweiten Platz hochbetteln. Aber ich boah, fand, war Hardy überhaupt gut, mal ja. Da drin? Nee, Hardy hat die ganze Zeit nur versucht, greedy reinzukommen. Ohne ja, Lust. Richtig. Aber die Zäune sind echt gut gegen Hardy. Wenn du eine Petze bist, dann bist du zumindest mal auf dem Treppchen. Ja, genau. Peter hat nämlich auch gerade noch mal gepetzt und hat dadurch noch mal was gekriegt. War doch ja, gut. Allerdings die Zeit, dass ich sehr, sehr lange da drin war, hat geholfen. Ja, klar, das hilft natürlich. Da verdienst du halt, damit habe ich mich ja auch noch auf dem zweiten Platz. Mein Ziel ist es, in das Ding reinzukommen und absoluten Terror zu machen. So hat jeder seine eigenen Favoriten. Spaß, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat euch Spaß gemacht. Haut einfach in die Kommentare wieder rein, was euch so einfällt. Wir spielen noch eine Runde in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Ciao.